Willkommen, liebe Freunde, ich bin Nordkripacher und jetzt ein kleines Video, was Sula betrifft, liebe Freunde. Wo die Leute, die vorhaben oder vorhätten, in die Zukunft in Sula Geld zu investieren, sage ich euch gleich vom Voraus, es werden jetzt ein bisschen enttäuschende Nachrichten ergeben oder rauskommen. Mit Beweis auf Schwarz und Weiß, Freunde. Zum Beispiel mal das einkassieren, was wir da bekommen. Ihr seht ja, man kann einen Sula Pass kaufen, richtiges Geld. Oder man kann auch in Shop Waffen kaufen, für richtiges Geld, permanent und so weiter. Und viel mehr, Freunde. Die Erfahrungspunkte, Booster, VIP, was weiß ich, was alles da gibt. So. Jetzt kommt es, Freunde. Als erstes, die Preise. Überteuert, sobald es geladen hat, sage ich es euch. Da seht ihr die Preise. 80 Euro für 160.000 Sula. Es geht mittlerweile ein bisschen. Aber das ist nicht alles, Freunde. Sula ist ein Spiel an sich, der nicht schlecht ist, ne? Das ist eine Nachbildung von CSGO. Man kann unter Umständen, wenn man keine Ecker in den Raum hat, als Gegner oder als Mitspieler, macht es richtig viel Bock. Ich habe bei der ein oder anderen Livestream gesehen, dass wir bei Sula gemacht haben, dass viele Spieler Unlegit gespielt haben. Das heißt auch entsprechend hatten wir auch einen Fall an unsere Teammitglied, also nicht die bei uns in den Clan gehören, sondern an andere Mitspieler, die mit uns gespielt hatte, nicht auch in Teamspeak und so. Das war ein random Mensch, den wir nicht kennen, der durch die Wand immer geguckt hatte und das war bei Alte Stadt. Durch die Wände geguckt hast und wusstest ganz genau, wo die Gegner sind. Und bevor der Gegner um die Ecke kam, hat er angefangen schon zu schießen. Das sind Signale, Freunde, dass diejenige UAV hackern hat. UAV Uneg ist da, für diejenigen, die es nicht wissen, ist ein Egg, wenn der Spieler durch die Wände die ganze Gegner in Rot sehen kann und in Blau die Mitspieler angezeigt werden. So, es gibt auch unter diese ganze Ex gibt's Aimbot. Aimbot ist dafür da, nur Headshot zu verteilen. Auto-Aim ist dafür da, damit zum Beispiel man läuft mit dem Sniper rum, mit der Auto-Aimbot an. Man muss nur schießen. Die Waffen, sobald der Gegner vorne steht, zielt automatisch immer auf den Gegner. Man muss nicht mehr zielen, man muss nichts machen. Man muss einfach nur schießen. Wenn man Sniper hat, kann man auch alles mit No-Scope machen, trifft man immer mit einem Auto-Aim. Und es gibt noch mehr Ex-Freunde, das ist einfach, sämtliche Spiele schon kaputt gehauen hat, zum Beispiel wie Skill. Auch ein schöner Eco-Shooter, den wir früher mal gespielt haben, immer. War richtig geil. Haben sie den selber komplett dicht gemacht, extra wegen des. Weil keine Leute mehr gecasht haben, für VIP oder sonstiges. Weil die Leute das mir nicht mehr angesehen haben. Durch die ganze scheiß Ecker sie da zu ärgern oder sonstiges, weil AVA und Skill sind die zwei Spiele, die immer geil waren, wo wir gern drauf gespielt haben, aber leider durch die ganze Ecker kaputt gemacht worden sind. Jetzt, liebe Freunde, traurig aber wahr, ist es bei Sula auch soweit. Deswegen nehmt es mir nicht übel, wenn ich, Torben, Sebastian, Sauron oder andere Sula spiele in öffentliche Räume. Und wir uns gleich beschweren, da hat was am Laufen oder sonstiges. Wir haben Erfahrung. Wir wissen, bei welcher was Situation einer Hack hat. Weil wir einfach mit den ganzen Jahren, den wir Ego-Shooter gespielt haben, das eine oder der andere und viel Erfahrung haben. Was ihr als Zuschauer, zum Beispiel für diejenigen, die nicht wissen, was ist ein Hack oder was ist für ein Ego-Shooter, ah, der wird sich gleich aufregen. Der Hack, der Hack, der Hack. Ja, angeblich tut jeder hacken. Nur weil der down geht? Nein, Leute. Weil wir einfach Erfahrung haben. Wir wissen, wie Ecker sich bewegen. Wir wissen, welche was so ein Eck irgendwas bewirkt. Und jetzt zeige ich euch die Beweise, Freunde. Die Fakten von Sula. Und das traurig ist es, Freunde, dass Sula das sogar anbietet. Ich zeige es euch, machen das Game zu. Also, das ist einfach ein Schlag in die Fresse, Freunde. Deswegen spiele ich lieber intern unter uns, dann weiß ich, okay, da tut keiner hacken, anstatt in öffentliche Räume. Weil es bringt nichts. Jetzt guckt ihr Leute das mal an, was man da gefunden hat.
Das seht ihr, Freunde. Sula Aimbot. Wenn man hier auf Downloaden drückt, da kommen wir auf eine Seite. Es ist das UAV, was ich euch meinte vorhin. Die Gegner werden alle in Rot angezeigt und die Mitspieler in Blau. Das bedeutet, der Spieler, der UAV anhat, weiß immer, wo jeder Gegner ist und wann er schießen muss, bevor der um die Ecke kommt. Das bedeutet auch, für die Frischlinge, die in Eco-Shooter anfangen wollen zu kommen, sobald einer oder von euren Teams oder als Gegner anfängt zu schießen, bevor ihr um die Ecke kommt, oder er springt um die Ecken und schießt sofort, dann wisst ihr, dass irgendwas am Laufen ist, der nicht kein sauberer Spieler ist. Ja? Dann sieht er das ganze Menü. Man hat UAV-Hack, das hat er gesagt, das hat Aimbot, Wall-Hack, der hat no Spare, no Recall. No Spare, no Recall ist dafür da, egal mit welcher Waffe. Ne? Zum Beispiel mit der AK ist er dafür bekannt in Sula, dass wenn man dauerhaft schießen tut, die Waffe nach oben zieht und die Schüsse rechts und links gehen. Durch diese No Spare, no Recall kann man durchdrücken und die Waffe schießt die ganze Munition auf denselben Punkt. Und da sieht er die ganze Menü, was man da hat. Das ist richtig asozial. Dadurch solche Ex und Spieler, die dann sagen, nein, ich habe nichts am Laufen oder sonstiges, nicht gebannt werden, weil, jetzt kommt das Geilste, man zahlt, warte, hat er gesagt, wo soll ich drauf drücken? Und jetzt zu gucken, den Preis. Warte einen Moment, Freunde, weil sie haben mir das noch nicht richtig angeguckt. Da. Das Gesamtpaket kostet 177 Dollar. Umgerechnet auf Euro, weiß ich nicht, Freunde. Das weiß ich wirklich nicht. Das ist mir auch relativ egal. Weil wer Ex braucht, der braucht er überhaupt nicht zu spielen. Was ist der Spaß daran, mit Ex rumzulaufen, die anderen zu ärgern und dann nicht gebannt zu werden? Weil solange man so ein Dings kauft, ne, ist man für Sula EDC Games eine Geldannahme. Egal wie viel Reporten der Spieler bekommt, er wird nicht gebannt, weil der Sula Geld in der Nasche reinsteckt. Das ist ja Fakt. Man hat das gleiche Problem damals mit der AVA gehabt. Jeder, die für 10 Euro VIP-Ex ausgegeben hat in AVA, würde nicht gebannt. Da war der eine oder andere Kandidat, der dachte, ah, ich bin schlau, ich zahle für den Hex und so weiter, ich kann bei ASL mitspielen. Bis es rausgekommen ist, wurde das ganze Team disqualifiziert. Weil bei ASL ist was anderes. Aber trotzdem, ich finde es erbärmlich, dass ihr EDC Game das anbietet und nichts macht. Und dann fragen sie sich, wieso immer weniger Leute Bock haben auf Zula, viele Leute Zula installieren und viele Leute schlechte Werbung für Zula machen. Es kann so nicht weitergehen, Freunde. Jedes Scheiß-Kack-Game wird rumgehackt. Ich sag jetzt, wahrscheinlich wird der eine oder andere Ecker, der bei der einen oder anderen Spiel spielt. Leute, erstens, ihr geht die Leute nur auf die Nerven. Zweitens, was ist das für ein Scheiß? Wenn ihr nicht das spielen könnt, ihr braucht unbedingt Ex-Programme, Hilfsmittel oder sonstiges, dann braucht ihr das Spiel nicht zu spielen. Spielt doch lieber Autorennen, geht auf die Straße, spielt doch Pokémon Go, geh eine Runde Fahrrad fahren oder sonstiges und geh nicht auf die Leute auf die Nerven mit so ein scheiß Programm, dann zeigt ihr, dass ihr nichts könnt, dass ihr voll die Opfer seid. Mehr seid ihr nicht. Die Leute, die Ex-Programm brauchen, sind alle nur Opfer, Noobs. Ich verstehe es nicht, Leute. Lasst den Scheiß. Also, ich muss ja sagen, dein Video werde ich sowieso auch bei den EDC Games schicken. Weil diese Tatsachen, Freunde, ist richtig bitter. Man zahlt, ja, wahrscheinlich 150 Euro, 140, 130 Euro, keine Ahnung, wie viel Euro sind, diese 177 Dollar. Für ein Eck, damit man rumhacken kann und nicht gebannt wird. Das finde ich richtig asozial. Ihr könnt ruhig eure Meinung unten in die Kommentare schreiben. Werde ich mir sowieso lesen und alle beantworten. Aber Leute, wie seht ihr das? Dass bei Sula so ein Scheiß abläuft. Vielleicht konnte jetzt verstehen, wieso wir während dem Livestream Leute beschuldigen oder reporten wegen Wallhack, UAV-Hack oder sonstiges, was schon vorgefallen ist, und uns aufregen oder die Runde einfach verlassen. Wie gesagt, wir wissen, was für Hacks überhaupt gibt für Eco-Shooter und wie man da jemand beschuldigen kann, dass er am Eck laufen hat. Ich spiele
10 Jahre schon Eco-Shooter. Ich habe sämtliche Scheiße gesehen. Und ich glaube, mit 10 Jahren Erfahrung als Eco-Shooter und wenn ich mir angucken, wie der spielt und dies, das und jenes, kann ich mir das erlauben, jemand als Hacker zu beschuldigen, wenn es da ständig sowas vorkommt. Ich freue mich auf eure Kommentare, Freunde. Wie gesagt, schreibt eure Meinung dazu. Ich bin einfach nur sprachlos, dass Zula auch so einen Scheiß produziert. Ich wünsche euch einen schönen Tag und dann, ciao, ciao.